Haschisch in rauen Mengen. Direkt geliefert bis vor die Haustür. Drogentaxis werden gern auch im Gangster-Rap besungen. Drogenkuriere bestellt per Messenger-Chat direkt vor die Haustür. Okay, Cowboy, Aslak, Professor, schon mit 18 habe ich mein Block versorgt. Wo ist mein Taxi? Ist mein Taxi. Aber woher kommen die Drogen, die in den Taxis verkauft werden? Und wie funktioniert das Geschäft dahinter? Wir begeben uns auf Spurensuche. Über deutsche Drogentaxis bis ins libanesische Hinterland. Wenn du 1000 Quadratmeter Haschisch pflanzt, hast du kein Risiko. Es lässt sich immer verkaufen. Haschisch anzubauen ist also risikofrei für den Bauern. Eine Reise dorthin, wo Haschisch tonnenweise hergestellt wird. Die Libanon Connection. Das Geschäft mit den Drogen. Wo ist mein Taxi? Hände hoch oder ich schieße, hier ist der Hauptstadt-Cowboy. Ich überzeuge mit einer Top-Qualität und einer schnellen Lieferzeit. 0,5 Gramm für 50 Euro, 3 Gramm für 250 Euro. Der Beginn der Recherche. Wir finden in der Messenger-App Telegram verschiedene Gruppenchats. Hier werden ganz offen Drogen angeboten. Gras oder Kokain per Taxi. Ist das tatsächlich so einfach? Wir schreiben den Dealer an, fragen, ob er auch uns beliefern kann. Die Antwort? 20 Minuten später. Ein Auto fährt vor. Darin zwei junge Männer. Haben wir miteinander geschrieben? Ja. Wollt ihr einfach einsteigen? Ja. Sofort zeigt er uns ein halbes Gramm Koks. Preis 50 Euro. Lange sei er noch nicht dabei. Wenn wir für ihn werben, sagt er, bekämen wir Rabatt. An der nächsten Ecke lässt er uns wieder raus. Das Koks lassen wir drin. Überall in Deutschland sind Koks und Gras leicht zu bekommen. Mit dem Drogentaxi oder beim Dealer an der Ecke. Wie hier in Berlin. Ermittler bestätigen, das Geschäft werde beherrscht von kriminellen Mitgliedern einzelner Großfamilien aus dem Libanon und der Türkei. Ein erheblicher Anteil der Rauschgift-Kriminalität wird auch aus diesen Kreisen begangen, wenngleich sich auch arabische Großfamilien oder Kriminelle in dem Fall oder auch Clanmitglieder, die kriminell sind, nicht auf Rauschgiftdelikte beschränken, aber es macht einen ganz großen Teil aus. Oberstaatsanwalt Ralf Knispel betont, nur eine Minderheit agiere kriminell. Wir treffen uns mit einem älteren Herrn, einem Libanesen. Er kennt die kriminellen Strukturen in Berlin gut und will nicht erkannt werden. Deshalb stellen wir das Interview nach. Die Strafen in Deutschland sind lasch. Die lachen. Ich habe einen Freund, der hat 110 Kilo Koks hierher gebracht und verkauft. Er hat 12 Jahre gekriegt. Dann hat er mit dem Staatsanwalt gesprochen und andere verpfiffen. Er kam nach 2 Jahren frei, hatte genug Geld. Er hat viele Häuser gekauft, in der Türkei und im Libanon. Davon lebt er bis heute. Er erinnert sich. So wie er fliehen in den 70er Jahren Tausende vor dem Bürgerkrieg im Libanon nach West-Berlin. Sie werden geduldet, dürfen aber nicht arbeiten. Sprachkurse gibt es nicht. Integration findet nicht statt. Kaum Geld, viel Langeweile. Das habe Kriminalität gefördert. Bilder einer Razzia von 1980. Ein Lokal in der Potsdamer Straße, Treffpunkt libanesischer Heroinhändler. Die Leute waren neugierig auf Geld. Dann fingen die an mit Rauschgift. Erst schmuggelten sie das Haschisch in Oliven und Heroin in Schuhsohlen. Das Geschäft wurde größer, ging vom Vater zum Sohn. Von 1978 bis zum heutigen Tag. Bis heute sollen Drogen aus dem Libanon nach Deutschland kommen. Wir reisen dorthin, wollen wissen, welche Rolle das Land im internationalen Drogenhandel spielt. Beirut. Der Libanon lebt vor allem vom Geld der 14 Millionen Libanesen, die im Ausland wohnen. Der Staat ist schwach. Viele Politiker gelten als korrupt. Nach tagelangen Vorgesprächen treffen wir uns nachts mit einem Dealer in den Straßen Beiruts. Woher kommen all die Drogen? Das Kokain kommt aus Südamerika. Haschisch aber produzieren wir hier, in den Bergen. Und die Regierung lässt das zu? Natürlich wissen die davon. Sie machen das ja erst möglich. Die sind korrupt. Das heißt, mit dem nötigen Schmiergeld kriegt man alle Drogen raus und rein ins Land? Ja, alle Drogen. Aber es kostet. Er nimmt uns mit in seine Wohnung. Dort zeigt er uns frische Ware. Kiloweise Haschisch. Es kommt aus der Gegend. Wir wollen dorthin, wo das Haschisch produziert wird. Von Beirut aus reisen wir ins libanesische Hinterland. Je weiter wir in die Berge kommen, umso dichter hängen Flaggen der Hisbollah. Im Libanon eine Regierungspartei,
die in Deutschland als Terrororganisation gilt und verboten ist. Nach 2,5 Stunden Fahrt erreichen wir Jamune. Ein 6000 Einwohnerdorf mitten zwischen Ackerflächen. Im Dorf treffen wir Talay Schreif. Das Dorf wird beherrscht von einer Familie. Dessen Oberhaupt ist auch Vorsitzender der Gemeinde. Das Problem ist, bei 1000 Quadratmetern Kartoffeln hast du viele Risiken. Viel Wasser, viel Zeit. Haschisch anzubauen ist also risikofrei für den Bauern. Er erzählt, lieber als das Haschisch wären ihm Touristen. Ich wäre gern ein touristischer Ort. Das wäre mein Traum. Statt Haschisch Hotels, Cafés, Restaurants eröffnen. Ich würde gerne die Mentalität hier ändern. Doch die Realität sieht anders aus. Allein in diesem Lagerraum schätzungsweise 150 Kilogramm Haschisch. Preis in Deutschland ca. 1,5 Millionen Euro. Mit 7 verschiedener Maschenweiten wird Harz von den restlichen Pflanzenteilen getrennt. Das gewonnene Harzpulver wird zu Haschisch gepresst, bekannt als roter Libanese. Wenige Häuser weiter, das nächste Lager. Wahrscheinlich eine halbe Tonne Haschisch. Ein syrischer Hilfsarbeiter beim Sieben, diesmal mit Maschine. 20 Tonnen exportiere Jamune jährlich, erzählen die Einwohner. Junge Männer aus dem Dorf nehmen uns mit aufs Feld. Vor der Kamera präsentieren sie ihre Kalaschnikows und demonstrieren, was passiert, wenn die Polizei kommt. Das passiert mit jedem, der unser Land betritt. Und was ist mit der Hisbollah? Überall hier hängen Flaggen. Die Gegend hier gehört zur Hisbollah. Aber sie können das nicht verbieten, weil dann wären sie in einem Kampf mit ihren eigenen Leuten. Hier ist es so: Der eine Bruder arbeitet für die Partei, der andere mit Haschisch. Denkst du, die beiden Brüder würden darüber streiten? Das würde sie doch voneinander trennen. Ein rechtsfreier Raum, in dem Großfamilien ihren Geschäften nachgehen, geduldet von der Hisbollah. Das geht schon seit Jahrzehnten so, glaubt man den Schilderungen von Großvater Hatsch. Ich kenne Europa. Ich war sogar schon mal in Frankfurt und München. Früher brachte ich so 100, 200 Kilo. Mit dem Auto über die Türkei oder per Schiff, Libanon, Italien und von da weiter nach Holland, Frankreich und Deutschland. Wir fahren weiter, sind verabredet mit einem Mann, der zum Umfeld einer kriminellen arabischen Großfamilie in Berlin gehört. Zurzeit lebt er im Südlibanon. Er will nicht erkannt werden. Prahlerei gehört zum Geschäft. Araber haben das einfach im Blut, dieses Adrenalin, um etwas Krasses zu machen. Das ist der Grund, warum in Deutschland die Ausländer und die Araber und die Libanesen die Drogenmarkt in der Hand haben. Er kann erklären, wie die Geschäfte ablaufen. In Deutschland werde das Haschisch mit großem Gewinn verkauft, das Geld werde gewaschen und fließe in Form von Waren zurück in den Libanon. Die Leute kaufen zum Beispiel irgendwelche Ware, schicken die mit Container hierher. Hier in Libanon wird ja nichts hergestellt. Das heißt, alles, was aus Deutschland kommt, wird hier verwendet, alles. Auch Taschen voller Geld kämen direkt aus Deutschland. Fest steht, bis zu 10.000 Euro pro Person sind nicht anmeldepflichtig. Und Kontrollen am Flughafen finden nur stichprobenartig statt. Und Tegel fliegt jeden zweiten Tag ein Flieger nach Beirut. Und wenn jemand herkommt, sagt er, kannst du mir 10.000 mitnehmen, kannst du mir 10.000 mitnehmen, kannst du mir 10.000 mitnehmen. So zum Beispiel eine Familie, 4 Leute, 40.000 mit, 30.000, alles aber noch im grünen Bereich. Und dann hat er auf einmal wieder hier 200.000, 300.000. So funktioniert es. Zurück in Deutschland. In Berlin kennen die Ermittler die Methoden. Der Kampf dagegen sei schwierig. Es ist sicherlich bekannt auch den Strafverfolgern, dass auf derartigen Wegen sicherlich Gelder geschmuggelt werden können. Aber es gibt viel einfachere Wege. Es werden Beträge überwiesen, teils von Personen, die wir nicht kennen. Und gerade wenn sie das beispielsweise in kleineren Chargen überweisen, dann greifen auch diese Verdachtsanzeigen nicht. Und so wird es ganz schwierig sein, diese Gelder aufzudecken. Vergangenes Jahr hat die Politik die Strategie der 1000 Nadelstiche ausgerufen. Seitdem regelmäßige Razzien. Tatverdächtige sollen nicht zur Ruhe kommen. Ob so tatsächlich kriminelle Strukturen aufgebrochen werden? Das ist ein Marathonlauf. Wir sind gerade gestartet und die andere Seite hat einen ganz immensen Vorteil. Das heißt, der Sport, den wir im Moment anlegen, der wird zu kurzzeitigen Erfolgen führen. Aber auf Strecke müssen wir einfach sehen, dass wir tatsächlich diese Verfolgungsdichte und Intensität aufrechterhalten. Denn ansonsten wird dieses Projekt kläglich scheitern. All die Maßnahmen werden nicht greifen, solange die Nachfrage nach Haschisch und Kokain ungebrochen ist. In Berlin bietet der Cowboy weiter Drogen an. Der Hauptstadt-Cowboy ist noch da. Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr schon am Kummern oder gebt ihr noch Gas?
Weltweit haben Länder Drogen teilweise legalisiert. Ist das ein sinnvoller Weg, um Drogenkriminalität zu bekämpfen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.